Und ich frage mich auch immer noch, was aus der Zeitung geworden ist. Ich glaube, die sind halt einfach alle abgehauen, als sie die Chance dazu hatten. Ich meine, ich verstehe es ja auch. Hey, Krabs. Was willst du? Ein Tipp. Du bist doch nicht verärgert wegen der Gerichtsverhandlung, oder? Warum sollte ich wohl auch darüber verärgert sein, dass ich mich selbst beim Streben nach einer überfälligen Vergeltung abscheulich entstellt habe und diese dann im letzten Moment mir grausam vor der Nase weggeschnappt wurde? Hey, Krabs, nachdem dein Fall abgewiesen wurde, könntest du mit mir noch eine postprozessuale Amicus Curiae bilden? War das jetzt eine Anmache? Eine was? Ich bin mir nicht sicher. Mein Latein ist schon ein wenig eingerostet. Sechserkandidat. Sorry. Dein Streben nach Vergeltung betreffend. Ich fürchte, ich weiß immer noch nicht, wer du bist. Du erinnerst dich nicht? Nein. Wie kannst du nur vergessen, dass du mein Marlin-Fangschiff vor der Küste von Snork Island versenkt hast? Oder die Zeit, die ich dank deiner kleinen Wunder auf Wordling Shores verbrachte? Vielleicht habe ich zu oft einen auf den Kopf bekommen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch nie in meinem Leben an einem dieser Orte war. Jedenfalls nicht im Stream. Nun, du erinnerst dich vielleicht nicht an die Bootsfrau Catherine C. Krabs. Aber du kannst dir sicher sein, dass ich den Namen Guybrush Q. Threepwood immer auf meiner schwarzen Liste haben werde. Wo kommt das Q hast her? Hast du gerade Guybrush Q. Threepwood gesagt? Ei, und aus meinem Mund kam noch nie ein schmutzigerer Name. Aber das ist der falsche Name. Ich bin Guybrush U. Threepwood. Was? Ja. Was? Deine kleine Vendetta sollte sich gegen den anderen Guybrush Threepwood richten. Ich hätte selbst drauf kommen müssen. Schließlich ist das nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Ich bekomme gelegentlich sogar seine Post. Ärgerlich. Alter Scheiß umsonst. Du bist doch aber dann müsste sie mich doch jetzt einfach instant mögen. Dass du abscheulich entstellt hast, in der Absicht, unheilvolle Vergeltung am falschen Ziel zu erlangen, oder etwa doch? Ja, sorry. Tschüss. Kann ich vielleicht jetzt aufs Klo? Besetzt! Immer noch? Sag mal. Ist er gerade am Gebären oder was? Immer noch keine Hilfe? Da wird sich nichts ändern, oder? Ich habe halt kein Geld. Nicht mit meinen juristischen Problemen helfen? Das juristische System der Piraten und ich vertragen. Ja, ist okay. Wirklich kein Verlass mehr auf die Frauen. Das. So, pass mal auf, was haben wir. Wo sind meine Shots? Aber Hauptsache ich hab hier diese scheiß Beinlampe noch. Warum? Kann ich die Katze mit der Beinlampe schlagen? Nicht, dass ich das vorhätte, aber ich wüsste gern, ob es geht. Natürlich würde ich sowas niemals tun. Und es wäre auch wirklich eine Schande, wenn ich genau deshalb jetzt dahin renne, nur um es auszuprobieren. Das muss nicht beleuchtet werden. Nicht? Beleuchtet. Muss ich irgendwas beleuchten? Ich meine, der Typ hier ist nicht die hellste Leuchte. Der Affe vielleicht? Ich meine, warum... Wer geht? Warum ist der Affenkäfig da? Weißt du? Wenn er ja sonst immer drin war. Ich probiere das zwar, aber... Das muss nicht beleuchtet werden. Der Typ... Na gut, eigentlich sollte gerade er schon wirklich dringend beleuchtet werden. Aber das Ding hat halt mit Strom nichts zu tun, oder? Weil der ist halt elektromagnetisch. Das muss nicht beleuchtet werden. Aber dann müsste er doch auch auf diese scheiß Späne reagieren. Ich bin nicht sicher, ob ich Eisen da drauf verschütten will. Hm.
Ja. Ich wüsste auch was, aber müsste dafür nicht die Katze hier sein? Oder reicht das schon, dass wir es halt tun? Um zu zeigen, das hat die Katze wirklich erschrocken? Ich meine, komm, wer erschreckt sich vor Guybrush? Schau dir den an, den Lump. Aber die Idee ist... Ja, gute Idee, das prüfen wir mal sofort aus. Guck mal, die beiden hier, die haben schon eine ziemlich krasse Ähnlichkeit. Das muss nicht beleuchtet werden. Oh, weißt du was, da leckt mich doch am Arsch. Ja, was könnte man hier... Was wirft denn sonst einen großen Schatten, weißt du? Das... Ich könnte einfach grundsätzlich versuchen, das Ding hier zu beleuchten. Das muss nicht beleuchtet werden. Was wirft denn sonst ein groß... Er ist groß. Geiles Bild. Das muss nicht beleuchtet werden. Ich beleuchte jetzt einfach alles. Es ist wie damals der Zauberstab. Der war gut. Das muss nicht beleuchtet werden. Das muss nicht beleuchtet werden. Ich finde, jede Toilettentür sollte beleuchtet sein. Ein großer Schatten, ja, ergibt Sinn. Es ergibt halt wirklich Sinn, aber... Wie findest du die Lampe jetzt, Sam? Sie wäre ein richtig schönes Souvenir, wenn nicht Krabs Fall noch am Laufen wäre, Threepwood. Aber im Augenblick ist es einfach nur kitschiger Krusch. Und glaub mir, ich kenne mich mit kitschigem Krusch gut aus. Der Fall läuft nicht mehr. Hä, hey, der Fall läuft nicht mehr. Und wenn die ständig da hinten essen, also dann gehe ich ja davon aus, dass das öfter passiert, aber es muss ja eigentlich in der Kneipe passiert sein. Was wirft dann einen großen Schatten? Er selber? Das wäre halt anders peinlich. Das muss nicht beleuchtet werden. Okay, aber ein Versuch war es wert. Ideen, was wir beleuchten könnten? Und irgendwie... Ja, ich meine, die Idee ist ja wirklich geil, dass es wegen dem Dschungelungeheuer ist. Aber war bei der Schlägerei auch etwas, was einen großen Schatten geworfen hat und die Katze dann verstört hat? Andererseits, es muss ja nicht bei dieser Kneipenschlägerei gewesen sein, weil wir sind ja unschuldig. Ich dachte wirklich, es ist Captain Kroko. Mist. Das ist wirklich gefährlich. Das sollte man nicht nachmachen. Das muss nicht beleuchtet werden. Was muss beleuchtet werden? Im Gerichtssaal macht es, denke ich, auch wenig Sinn, aber ich würde jetzt trotzdem mal schauen, weil sonst finde ich gerade nichts. Wer geht? Und er redet ja sowieso bloß vor Gericht. Das müssen wir nochmal ausprobieren. Ich würde gerne zum Gericht. Aber das. Ja! So, zuallererst würde ich trotzdem. Ich möchte Hemlock McGee zurück. Mich um die Katze kümmern wollen. Ich bin. Ich. Ja, ja. Ja, ja. Aber ich kann doch nicht zweimal dasselbe benutzen, oder? Ich glaube nicht, dass das als Beweismittel zu... Ah,
Ach nee, warte, ich muss die Katze. Ich müsste die Katze jetzt hier drin eigentlich dazu bringen, sich zu bewegen. Das muss nicht beleuchtet werden. Oh, wäre aber ein schönes Deko-Element. Wenn ich das als Beweismittel einbringen will, muss ich es mit einem Zeugen verknüpfen. Ja, ich weiß. Aber das klappt nicht. Und es müsste ja vom Schatten her irgendwie auch ähnlich aussehen wie dieses Dschungelmonster, oder? Und das hat Hörner. Schattenspiel. Und versuch was wert. Rein theoretisch hier so mit den Fähnchen könnte das gruselig sein. Ach, das Schiff. Schwert von Lustitia? Göttin der Gerechtigkeit und des Rechtswesens. Ihr ungebildeten Seemänner! Kann ich das beleuchten? Höchstwahrscheinlich nicht. Das muss nicht beleuchtet werden. Warum habe ich da eine verfluchte Lampe? Warum hat er die nicht auch weggeschmissen, wie all meine Shots, die ich echt gerne noch getrunken hätte? Von den Ätzenden. An was? Euer Ehren, ich berufe mich auf meine ex post facto Vorrechte und verlange eine Dramatis Personae. Nein? Kann ich dann Exi und Omnis mein Quid pro Quo? Kapitän Threepwood! Aber das Gericht wird mir doch sicher Zeit geben, bis mein E Pluribus Unum Reductius ad absurdum. Der Angeklagte wird damit aufhören, so zu tun, als spräche er Latein! Ja, sorry. Und was mache ich mit dem Scheißteil? Genau, wo waren wir? Genau da. Hier, Stan, kannst du zurückkommen. Wenn ich das als Beweismittel einbringen will, muss ich es mit einem Zeugen verknüpfen. Kann ich mich... Ich kann ja rein theoretisch mich selber als Zeugen laden und dann irgendeinen Blödsinn machen, oder? Ich habe kein... Sie dürfen... Und Versuch ist es wert? Euer Ehren, ich möchte Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat, in den Zeugenstand rufen. Guybrush Threepwood... Ich bin hier. Oh ja. Schwören Sie auf Blackbirds Holzbein natürlich. Nach bestem Piratengewissen ja. Die Wahrheit zu sagen, ohne dass sie der Grog beeinflusst? Ich hatte bloß zwei. Das gemacht? Kalbsleder? Es ist so schwer, heutzutage gute Handwerker zu finden. Oh, ja. LeChuck. 15. August. Kapitän Sheepgood. Threepwood. Ah ja, Shreveport. Threepwood. Greensleeves. Threepwood. Treebeard? Threep. Slee. Wood. Stack. Einspruch. Die Verteidigung bedient sich der Hinhaltetaktik. Nur ein bisschen. Minimal. Die Verteidigung will unverzüglich zum Punkt kommen, sonst verfügt das Gericht auf der Stelle, dass er in Kapitän abgehackte Rübe umbenannt wird. Kann ich jetzt nicht mehr... Ich war noch nicht fertig. Genau, wo waren wir? Kann ich ihn beleuchten, wenn er so wütend ist? Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Wegen dieses Verfahrens. So, mach mal wütend, Ich probier's. Verdammt! War ich jetzt zu langsam? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Darum soll
Tut mir leid. Schau mal, Threepwood, es ist ziemlich einfach. Du kannst Zeugen für alle Fälle aufrufen. Wenn sie im Zeugenstand stehen, kannst du sie befragen, sie mit Beweisstücken vom Beweisstücktisch konfrontieren. Bei dem letzten sollten sie aber vorsichtig sein. Mir geht nichts mehr auf die Nerven als ein Angeklagter, der versucht, mein Gericht mit nutzlosem Ballast zu verstopfen. Und natürlich kannst du immer um eine Unterbrechung bitten, damit du deine Unterlagen überprüfen kannst. Danke. Ja, aber das hat man ja schon. Ich muss hier nochmal gut machen. Ich fand das unbehaglich. Wenn er sich jetzt instant... Okay. Das Bein und er sind nicht. Ich muss diese verfluchte Katze. Und ihn kriege ich halt auch nicht dazu. Die Verteidigung wird die direkte Ansprache des Gerichtsdieners während der Verhandlung unterlassen. Tut mir leid. Geht das... Geht das vielleicht, wenn er gerade angepisst ist? Euer Ehre. Bla bla blub. Nein, aber das Hottag ist nicht der hellste. Er würde im Zustand wie eine billige Lederjacke auseinanderfallen. Okay, definitiv nur im Zeugenstand. Dann rufen wir ihn halt nochmal auf, mein Gott. Was soll's? Wir haben nichts zu verlieren. Ich möchte B. Und vielleicht ist er noch der einfachste davon. Kann ich ihn mit irgendwas bestechen? Haben wir irgendwas, was ihm gefallen könnte? Wie zum Beispiel dieses wunderbare Bein? Ich glaube nicht, dass das als Beweismittel zugelassen ist. Ja, ist kein Beweismittel, klar. Ich glaube nicht, dass das als Beweismittel zugelassen ist. Das einzige Beweismittel, was den betrifft, ist halt das Kreuz, was halt wirklich kaputt ist. Ich sollte Hartek nicht mit seinem X konfrontieren. Mein Fall könnte sonst sprichwörtlich in meinen Händen zerrinnen. Kann ich den Ring beleuchten? Ich frag nur mal. Das muss nicht beleuchtet werden. Würde bestimmt schön glitzern. Das muss nicht beleuchtet werden. Ich verzweifle langsam. Es ist nicht so einfach. Nicht? Was ist eigentlich mit ihrem Pfoten los? Ist sie halb Katze, Viertel Ente? Und ihn einfach nur zu bequatschen funktioniert halt irgendwie auch nicht. Warum ist das auf Englisch? Machen Sie mal halblang. Oh, Sie haben mich, Sir. Aber warum? Nun, ich hatte nichts anderes mehr zu tun, nachdem du meinen Boss getötet es war so scheiß einfach. Arbeitslos zurückgelassen hast. Ich hätte dich dafür belangen sollen. Oh. Euer Ehren, ich beantrage die Feststellung der Ungültigkeit des Verfahrens wegen schwerwiegender Verfahrensverstöße. Gewährt! Gerichtsdiener Hartek, als Bestrafung für die Verschwendung wertvoller Zeit dieses Gerichts verfüge ich, dass Sie die Lissings-Perücke der Affigkeit so lange zu tragen haben, bis ich nicht mehr das Verlangen verspüre, Sie mit meinem Gerichtshammer zu feiner Pastete zu verarbeiten. Oh, das ist ja so entzückend. Du brauchst jetzt nicht so grimmig schauen. Kann ich ihn beleuchten? Weil das ist halt wirklich gruselig, ne? Ich glaube nicht, dass das als... Nee. Diese verdammte Katze. Euer Ehren, ich bitte um eine Unterbrechung, um mich mit meinem Mandanten zu besprechen. Bailiff, begleiten Sie bitte Kapitän Threepwood zum Bau. Ei, ei. Kann ich hier drin noch eigentlich irgendwas machen? Nee, oder? Das muss nicht beleuchtet werden. Nee, muss es nicht. Das muss nicht beleuchtet werden. Das auch nicht, okay.
Ich bin nicht sicher, ob ich Eisen da drauf verschütten will. Eisenspäne können für Rost sorgen, ne? Ich Eisen da drauf verschütten. Ja, gut, dann nicht. Hey, Wache! Was willst? Ich will meinen Anwalt sehen. Katze, 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 Katze. Katze, Katze, Katze. Er wird einfach nicht schlauer. Und wann kann ich endlich da auf die Toilette? Kann ich nochmal mit ihm schnacken? Ich meine, er macht ja die Röhrchen für die Katze zum Füttern. Der Arme. Ja, ein bisschen tut er mir schon leid. Sagen Sie, unbefangener Bürger. Was willst du? Ins Restaurant sofort. So, ich gehe sofort zurück ins Le Restaurant. Ich meine, da liegt auch noch ein Sack Zucker. Vielleicht hat das auch eine Bedeutung. So, bin da.